Ja, gut. Ja, über einen Monat ist es her, seit ich mein Video zur Zuriga-Maschine publiziert habe. Und wir haben sie seither natürlich fleißig genutzt. Und ich habe es damals ja angetönt, falls es jemand interessiert, würde ich auch noch ein zweites Video dazu machen, dann mit Erfahrungen und wie das hier immer so ist. Aber für den Test habe ich ein bisschen länger gebraucht. Und natürlich haben die Leute geschrieben, unbedingt Erfahrungen teilen. Also hier kommen die Alltagserfahrungen zur Zuriga-Maschine, zur wunderbaren Zuriga-Maschine. Ich war anfangs ja beim Unboxing schon sehr beeindruckt und hatte große Freude daran, aber das war nur die Spitze des Eisberges, ehrlich gesagt. Haben ja auch sofort Leute geschrieben, wie kannst du das mit gekauftem Pulverkaffee machen? Du brauchst eine Mühle, der Espresso ist so schnell durchgelaufen und ganz, ganz viele wunderbare Tipps habe ich auch bekommen, was man alles an Zubehör auch noch kaufen könnte und was es sonst noch alles gibt. Was ich damals im Video nur so am Rande erwähnt habe, die Mühle war natürlich bereits unterwegs, diesen Tag nach der Maschine eingetrudelt. Da haben auch viele gefragt, welche ich denn genommen habe. Da habe ich mich ein bisschen umgeschaut. Ich habe nicht die von Zuriga gekauft. Die war mir ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Und weil ich auch nicht so recht wusste mit der Mühle und was man da so am besten nimmt. Darum habe ich mich ein bisschen umgeschaut, was die meisten Leute haben und ja, ich bin ja ein großer Fan der effizienten Markthypothese, wo man einfach die anderen Leute entscheiden lässt und dann schaut, was die genommen haben und dann nimmt man das auch. Funktioniert meistens sehr, sehr gut. Hin und wieder geht's auch daneben, aber hier hat's wunderbar geklappt. Wir haben uns die Eureka die Spezialitäten Eureka haben wir uns gekauft und sind damit auch sehr zufrieden. Eigentlich wollte ich ja eine Mühle, fangen wir gleich mit der Mühle an, das ist gut. Eigentlich wollte ich ja eine Mühle ohne Touchscreen, das war mir auch bei der Maschine wichtig. Ich wollte keine Maschine da mit Touchscreen und Programmieren und Apps und all dem Plunder. Ich wollte eine ganz, ganz einfache, einfach nur mit Knöpfen. Hat sich bei der Mühle als ein bisschen schwieriger herausgestellt und die Eureka, die wir nun haben, die hat tatsächlich einen Touchscreen, aber einen super, super simplen und ich muss zugeben, ich mag den sogar. Da läuft nicht irgendwie ein Android drauf oder irgendein Linux oder weiß nicht was, sondern er ist super simpel und sieht auch nicht mal hässlich aus. Man kann da auch nicht wahnsinnig viel damit machen. Man kann halt einstellen, ob man Kaffee für 2 Tassen mahlen möchte oder Kaffee für 1 Tasse. Es ist super simpel zu bedienen. Erinnert mich ein bisschen an eine Leica-Kamera. Da hat sie auch Knöpfe und da kann man die Knöpfe belegen und ist relativ simpel. Nein, da kann nicht viel schief gehen. Unten wählt man, wie viele Tassen das man möchte und oben kann man einstellen mit dem Plus und dem Minus, wie lange die Mahlzeit sein soll. Die Mahlzeit, ja, nein, also nicht das Essen, sondern wie lang gemahlen werden soll. Da habe ich anfangs einen peinlichen Fehler gemacht, kann ich an der Stelle ja mal zugeben. Ich dachte, man stellt die Gramm ein, die rauskommen sollen. Und da braucht man ja so ungefähr 18 Gramm. Und da habe ich oben 18 eingetippt und dann hat es natürlich 18 Sekunden lang gemahlen und dann ist überall Kaffeepulver runtergefallen. Ja, das hat ein bisschen. Aber inzwischen haben wir es ziemlich gut raus mit. Man hat ja einfach die Variablen bei der Maschine, hat man Zeit, wie lange sie mahlen soll und den Mahlgrad, den man oben an dem Rädchen verstellt. Und wenn man das mal hat, dann ist auch gut. Klar, man muss hin und wieder nachjustieren, kommen wir nachher auch noch dazu. Aber die Mühle hat sich wirklich sehr bewährt, ist sehr dezent. Ja, das Ding oben, wo die Bohnen drin sind, ist aus Plastik, das ist nicht wahnsinnig schön, aber wir haben die ein bisschen dezent in die Ecke gestellt, dass sie auch den Blick nicht von der Kaffeemaschine ablenkt. Nein, die Mühle hat sich auch sehr bewährt. Also die kann ich auch empfehlen, falls jemand auf der Suche nach einer Mühle ist. Damit macht man nichts falsch. Und das Gute ist auch, weil sie halt so verbreitet ist, selbst Zuriga hat bereits Einstellungstipps gegeben, wie sie die Mühle ungefähr einstellen. Und ja, weil sie halt wirklich sehr weit verbreitet ist, kriegt man da auch Tipps für und findet Hilfe. Das ist auch immer sehr hilfreich. Wenn man da so ein ganz nischiges Produkt wählt, kann man da hin und wieder auch ganz allein auf weiter Flur sein. Darum dachte ich, bei der Mühle gehen wir auf Nummer sicher und nehmen das Mainstream-Dings. Den VW Golf unter den Kaffeemühlen oder so. Ist der VW Golf überhaupt noch erfolgreich? Bei mir muss man immer aufpassen, wenn ich Autovergleiche mache. Ich habe keine Ahnung von Autos. Nein, das ist die Mühle, die wir haben und ja, wir haben dann wirklich mal, ich habe natürlich dann die Videos geguckt, Zuriga hat ganz gute Anleitungsvideos, die sind alle auf Schweizerdeutsch, wer schon mal wieder Schweizerdeutsch hören möchte, was ich spreche ist nicht Schweizerdeutsch, das ist eine Schweizer Variante von Hochdeutsch, Schweizerdeutsch ist nochmal was anderes und in den Erklärvideos von Zuriga sprechen sie Schweizerdeutsch und da wird sehr, sehr gut erklärt, wie man dann auch Mahlgrad, Menge
und all die Variablen richtig einstellt, um richtig guten Espresso hinzubekommen. Wir haben dann auch mal einen Abend lang experimentiert, ein bisschen am Mahlgrad geschraubt, an der Menge Pulver, wie lange man Wasser durchlaufen lässt. Und das sind so die Variablen eigentlich, die man hat. Ja, es kommen noch viel, viel mehr Variablen natürlich dazu, wie fest man zusammendrückt und was für Wasser das man hat, wie das Wetter ist. Und aber da muss man... Da kann man eine ganze Wissenschaft natürlich drumherum machen. Gibt's ja auch. Ich habe es einfach so gemacht bei uns zu Hause. Wir haben ausgepröbelt, bis wir es ungefähr hatten, das Mischverhältnis. Und seither mache ich es einfach so nach, ja, wie ich es bei allem mache, beim Kochen, beim Grillieren, mache ich es jetzt halt auch beim Espresso machen. Ich gucke einfach drauf und mache so lange, wie ich ein gutes Bauchgefühl habe. Ich stehe jetzt da nicht mit der Stoppuhr neben der Maschine und stelle dann irgendwann wieder ab oder habe eine Waage drunter und gucke, dass genau so und so viel Wasser reinfließt. Ich stelle einfach ab, wenn ich das Gefühl habe, jetzt sieht's nicht mehr schön aus. Das ist jetzt für euch überhaupt nicht wertvoll, weil es ist hochgradig subjektiv. Aber genau so mache ich das inzwischen und es funktioniert einfach großartig. Wir haben ein paar sehr schlechte Espressos anfangs hingekriegt, aber inzwischen, es macht so unglaublich Spaß. Ja, die Espresso-Qualität im Zayerschen Haushalt und die Cappuccino-Qualität ist einfach durchs Dach. Es ist so toll, ich bin so großer Fan davon. Wir verwenden, das muss man auch vielleicht noch sagen, wir sind noch nicht so frech und verwenden verschiedene Kaffeesorten. Wir haben immer dieselbe Kaffeesorte, davon im St. Galler Unternehmen, lokalem Unternehmen. Weil wir dachten anfangs nicht zu viele verschiedene Bohnen, wir kriegen lieber mal eine Bohnensorte in den Griff und bleiben bei der. Und wir sind ehrlich gesagt auch einfach dabei geblieben, weil sie einfach großartig ist und sich für alles eignet. Und wenn wir mal Besuch haben, der entweder koffeinfreien möchte oder besonders starken Kaffee noch oder irgend so spezielle Wünsche, dann haben wir auch noch so Pads, die man reinmachen kann. Das haben mir auch ganz viele Leute empfohlen. Das ist auch großartig, dass man halt notfalls auch Pads verwenden kann, aber die meisten Kaffees, die wir machen, sind mit den Bohnen, die wir da einfach, ja, da halt jeweils im Kilosack kaufen. Und die Kaffees sind wirklich sehr, sehr gut und ja, eine Riesenfreude, diese Maschine. Was ich anfangs ein bisschen mehr Mühe hatte, war der Milchschaum. Da war ich anfangs ja sehr euphorisch, weil ich einfach mal, im ersten Video habe ich einfach mal einen gemacht und der ist mir glücklicherweise gelungen. Danach sind mir auch ein paar misslungen. Inzwischen kann ich es einigermaßen. Es ist auch mehr als gut genug, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche Muster oder Logos da irgendwo in den Kaffee machen könnte. Aber das ist auch nichts, wo ich irgendwie den Anspruch drauf habe. Ich möchte einfach, dass es gut ist. Was auch immer ein bisschen das Risiko ist, haben wir auch schon festgestellt, ist halt die Milch. Je nachdem, welche Milch man verwendet, geht es mal ein bisschen besser oder mal ein bisschen schlechter. Aber die Qualität ist halt immer sehr, sehr gut. Was ich auch inzwischen habe schätzen gelernt, ist einfach, wenn man es selber macht, man kann es halt wirklich genau so einstellen, wie man es möchte. Ich möchte meistens nicht zu wässrige ist. Manche Leute mögen es ja, wenn es relativ, also wässrig klingt so negativ, aber wenn es relativ viel Wasser drin hat. Ich mag die Espressos am liebsten, wenn sie sehr, sehr cremig noch sind. Ja, wenn sie so ein bisschen dickflüssig sind, dann habe ich sie am allerliebsten und dann kann ich sie halt genau so fabrizieren. Das konnte ich vorher mit der Nespresso-Maschine natürlich nicht. Apropos Nespresso-Maschine, das habe ich im Video ja auch noch angetönt, habe ich euch auch versprochen, dass wir da noch einen Blick drauf werfen auf den Stromverbrauch des Dings. Sie gilt ja als relativ effiziente Maschine. Ich habe jetzt hier keinen Vergleich, aber ich kann euch da mal zeigen. So an einem Tag braucht sie so bei uns, wenn wir es jetzt nutzen, 0,24 Kilowattstunden. Das ist so unser Verbrauch, den ich gemessen habe pro Tag mit dem Maistrom. Ja, mit dem Verbrauch an einem Tag, da haben wir sehr viele Kaffee. Ah nein, das ist nicht, um meine Güte. Das ist eine Woche, jetzt wollte ich gerade sagen, haben wir so viele Kaffees rausgelassen an einem Tag? Das kann doch nicht sein. Nein, das ist eine Woche. Da haben wir 24 Stunden, genau, morgen Kaffee, Mittagskaffee, Nachmittagskaffee und am Abend noch ein Kaffee. Ah, und da noch spät abends habe ich die Maschine gewaschen. Darum hat es da nochmal einen Strompeak. Und dann am nächsten Morgen natürlich wieder. Hier sehen wir noch so einen typischen Kaffee-Einsatz. Das ist morgen früh, wenn ich aufstehe, einschalten, dann geht es mal schnell auf fast 1000 Watt hoch. Da heizt sie halt auf, dann lasse ich ein oder zwei Kaffee raus. Spüle ich die Maschine noch schnell aus. Und wenn ich sie danach nicht sofort ausschalte, geht sie in den Stromsparmodus und dann bleibt sie noch warm, dass man nochmal einen Kaffee machen könnte. Da braucht sie dann halt schon ihre so
ja, so 60 Watt rum. Aber danach habe ich sie ausgeschaltet und dann war natürlich wieder Ruhe. Und Standby-Strom ist überhaupt kein Problem damit. Also das ist wirklich kein Thema. Was auch noch lustig ist, was ich auch vorab schon gelesen habe, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass es dann unglaublich lange dauert, wenn wir diese Maschine haben und einen Kaffee haben möchten. Weil bei der Espresso-Dings machen die Kapsel rein, drücken Knopf, latscht weg und dann irgendwann läuft sie los und dann nimmt man raus und hat den Kaffee. Ja, es dauert ein bisschen länger, aber der Prozess macht einfach erstens super viel Freude und so wahnsinnig langsam ist es jetzt auch nicht. Ich bin mit der Stoppuhr daneben gestanden. 1:20 braucht sie, bis sie einsatzbereit ist. Also da kann man jetzt wirklich nicht reklamieren. Unsere Nespresso-Maschine hat sicher auch, hat sie auch 1 Minute aufgeheizt. Ich habe da nie mit der Stoppuhr daneben gestanden. Inzwischen ist sie auch weg, also ich kann da nicht vergleichen. Nein, also Stromverbrauch und Tempo sind überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich habe einfach großen Spaß daran, damit Kaffee zu machen. Ich habe schon so, ja, wirklich so ein bisschen automatisiert das Ganze. Also das hat wirklich, macht wirklich großen Spaß und funktioniert auch zuverlässig. Was ich auch ein bisschen kritisiert habe, damals beim ersten Eindruck, ist da der Wasserbehälter, das ist das Glasding, was man rausnehmen muss und dann füllen und dann wieder so unelegant reinmachen. Ja, das Problem haben wir inzwischen viel eleganter gelöst. Wir gießen das Wasser einfach in die Maschine rein mit einer Karaffe. Muss man das Glasding gar nie rausnehmen, ist überhaupt kein Problem. Reinigung ist auch immer noch so ein Ding, was mir ein bisschen Sorge bereitet hat. Wir haben jetzt schon einmal da mit diesen Tabletten die Maschine durchgespült, kinderleicht. Das kann man wirklich, das macht wirklich gar kein Problem. Aufgeschraubt habe ich sie jetzt noch nie, aber ich habe mir das Video auch schon angeschaut. Also das sieht jetzt auch nicht nach einem Hexenwerk aus. Also das traue ich mir auch zu, die Maschine mal aufzuschrauben und dann noch ein bisschen gründlicher zu reinigen. Aber nein, Wartungsaufwand ist vernachlässigbar. Was man einfach immer ein bisschen dran denken muss, ist, wenn man Milchschaum gemacht hat, dass man den Sprühhahn noch aussprüht und abputzt und dann wieder wegmacht. Aber nein. Aufwand wirklich sehr überschaubar, Fehlerquelle. Ja, eben wie gesagt, es lohnt sich mal die Videos von Zuriga zu gucken, dass man ein bisschen begreift, wie das ungefähr funktioniert. Aber wenn man es mal eingestellt hat, dass man so ein Basic-Level von Espresso hat, dann kann man da ein bisschen variieren und ja, manche Leute, ich habe auch, erst habe ich eine Tabelle geschrieben, was wir wo eingestellt haben. Das habe ich längst wieder aufgehört. Ich mache das jetzt einfach nach Bauchgefühl und es funktioniert sehr, sehr gut. Also, ja, da muss jeder ein bisschen schauen, wie man das so vom Typ her halt gerne handhaben möchte. Und nein, das, war natürlich nur Wasser. Die Maschine steht zu Hause. Aber da gehe ich jetzt sowieso wieder hin, weil ich möchte gern wieder so einen der guten Espressos trinken. Hier im Büro habe ich noch eine Espresso-Maschine und sagen wir so, die ist auch nicht mehr so häufig zum Einsatz gekommen, wie auch schon. Nein, wirklich, die Zuriga-Fazit, sie ist sehr teuer. Folgekosten kommen natürlich auch dazu. Erstens, man braucht eine Mühle, das ist absolut klar. Also es reicht nicht nur, die Maschine zu kaufen, man braucht auch eine gute Mühle. Dann kommen noch so viele Zusatzsachen hinzu. Wir haben dann auch noch so ein paar bessere Lumpen gekauft oder Wischtücher heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Und was haben wir noch an Zubehör gekauft? Eben noch einen Siebträger, um so Pads reinzumachen, haben wir noch gekauft. Ein zweites Kännchen für Milchschaum. Da habe ich übrigens das Gefühl, die sind alle irgendwie zu klein. Ich würde mir wünschen, dass die größer sind. Vielleicht ging es damit besser, aber irgendwie sind die alle so klein. Da muss es irgendeine Logik geben, die ich noch nicht gesehen habe. Was wir auch sehr schnell eingesehen haben, was man braucht, ist so ein Abklopfdings, wo man den Kaffeesatz rausdonnern kann. Da haben wir auch noch eins gekauft und das hat sich ja schon ein bisschen abgezeichnet. Ist ja wie mit jedem Kauf, es zieht Folgekäufe nach sich und hier ist es auch so. Was wir jetzt nicht gekauft haben, ist eine Barista-Waage oder sowas. Da haben mir auch ein paar gesagt, das braucht man dann. Ich glaube, es geht ohne, aber sag niemals nie. Und ich habe mir auch schon wieder lustige Zubehörsachen angeguckt, die man da kaufen könnte. Jemand hat mir auch eine wahnsinnige Maschine geschickt, die momentan auf Kickstarter ist. Aber nein, an der Maschine ändern wir jetzt hoffentlich die nächsten 10 Jahre nichts mehr, weil die ist einfach großartig. Wunderschön, super zuverlässig, wartungsarm und der Kaffee ist einfach großartig, der da rauskommt. Also abgesehen vom hohen Preis, große, große Empfehlung da diese Zuriga-Maschine. Falls ihr noch Fragen habt oder weitere gefährliche Tipps, schreibt mir die unten in die Kommentare. Eigentlich wollte ich das nur schnell zusammenfassen, aber
ja, wir haben ja Wochenende und verlängertes Wochenende. Da können wir gut ein bisschen länger über Kaffee plaudern und dazu Wasser trinken. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, jetzt wollen wir aber bitte wieder Techniksachen mit Touchscreens sehen. Die Mühle hatte doch ein Touchscreen. Immerhin ein sehr, sehr basic Touchscreen. Wie damals dieses erste Touchscreen-Smartphone. Ich glaube, war es nicht das LG Prada oder irgend sowas war es doch, bevor das iPhone kam. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Falls ihr weitere Videos zu überraschenden Themen sehen wollt, unbedingt Abo abschließen. Vielleicht gibt es auch wieder mal ein Kaffee-Video, aber hat sich jetzt eigentlich erledigt. Ist einfach eine große, große Freude, diese Maschine. Und ja, jetzt lasse ich euch. Also, bis zum nächsten Mal.